Hi ihr Lieben, ich habe meinen Kameraständer gerade nicht mitgenommen, deswegen ja, diese Art und Weise der Videoposition. Ich habe einen kleinen Tipp für diejenigen unter euch, die gerne mal zu schnell Ja sagen, wenn sie um etwas gebeten werden oder etwas gefragt werden, ob sie das und das machen wollen oder einen Termin dann und dann wahrnehmen möchten. Es wird ja immer oft so gesagt, du musst einfach lernen, Nein zu sagen. Aber das ist wirklich nicht einfach, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass man den anderen dann verletzt und den anderen ja, vor den Kopf stößt. Und man selbst will sich ja auch gut fühlen mit der Antwort, die man dann gibt. Und man will ja auch lieb gehabt werden von dem anderen. Nur oftmals, wenn wir unüberlegt Ja sagen, verleugnen wir unsere eigenen Bedürfnisse und uns fällt erst später auf, ach Mensch, hätte ich da doch was anderes gesagt, hätte ich doch irgendwie was anders gemacht oder so. Eigentlich will ich das gar nicht, aber jetzt habe ich Ja gesagt und absagen kann ich ja jetzt auch nicht mehr. Deswegen ist es echt gut, wenn du statt Nein zu sagen oder Ja zu sagen, einfach sagst, ich melde mich bei dir oder lass mich einen Tag drüber nachdenken oder so oder lass mich eine Nacht drüber schlafen. Damit nimmst du ein bisschen Abstand, du nimmst dir den Druck raus, direkt Ja oder Nein antworten zu müssen. Und du kannst es selber nochmal mit dir checken, was du wirklich willst. Und dann kannst du eine Antwort geben demjenigen, die wirklich mit dir auch übereinstimmt. Und wenn du dann deine authentische Antwort hast, kannst du sie dem anderen viel, viel selbstsicherer präsentieren und auch mit einem viel besseren Gefühl, weil du dann alle Möglichkeiten durchdacht hast und das Ganze nochmal mit dir reflektiert hast, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Und wenn die Antwort Nein lauten sollte und du dir wirklich total unsicher bist, ob du jetzt wirklich Nein sagen sollst, weil du das irgendwie zum ersten Mal so richtig in deinem Leben machst, dass du zu etwas Nein sagst und die Leute das gar nicht von dir kennen, dass du Nein sagst, dann musst du nicht den härtesten Weg gehen und demjenigen das persönlich sagen. Klar ist es persönlich viel netter, aber du hast schon Stress genug in dir, weil du das vor dir selbst vertreten musst, dass du einmal Nein sagst. Also darfst du dir auch gerne erlauben, dass du die Antwort per Brief schreibst, per SMS schreibst, per E-Mail schreibst. Und schreib auch gerne dazu, hey, ich hätte es dir wirklich gerne persönlich gesagt, aber ich übe mich gerade darin, auf meine Bedürfnisse zu achten und habe das nochmal überdacht für mich selbst. Und die Antwort ist Nein. Und um mir selbst treu zu bleiben, möchte ich dir diese ehrliche Antwort von mir eben geben. Und ja, deswegen per E-Mail, weil ich mich das noch nicht traue. Also wenn du authentisch bist und dich wirklich von deiner verletzlichen Seite aus zeigst, dann ist es so eine kleine Chance, dass Menschen darauf aggressiv reagieren. Meistens ist es so, wenn du selbst dich verletzlich zeigst und authentisch zeigst, dann antwortet der andere auch angemessen authentisch und angemessen verletzlich und geht dann quasi auf dein Level runter und geht erst gar nicht in die Härte rein, so. Und selbst wenn du jemanden hast, der total aufgebracht reagiert, dann muss das nicht unbedingt etwas mit der Situation zwischen euch beiden zu tun haben, sondern es kann eine Wunde sein, die in der Vergangenheit liegt, die du in dem Moment nochmal neu aufbringst, also triggerst, einen Schmerzpunkt drückst sozusagen. Oder es kann sein, dass diese Person eine Kernüberzeugung hat, die besagt, dass man niemals Nein sagen darf, wenn man nach etwas gefragt wird, weil man dann Punkt, Punkt, Punkt ein schlechter Mensch ist, was auch immer unverantwortlich ist, keine Verantwortung tragen will. Also das, was zwischen euch beiden dann als Konflikt aufkommt, ist eine Möglichkeit für die andere Person, sich noch einmal bewusster zu werden und unbewusste Abläufe ins Licht, ins Bewusstsein zu bringen. Ich hoffe, das Video hat dir in der einen oder anderen Weise weitergeholfen. Wenn ja, dann lass es mich gerne einfach nur wissen, indem du den Daumen hoch Button klickst. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viele neue Einblicke, wenn du es managst, etwas authentischer mit dir und der Welt zu sein. Alles Liebe, tschüss!